Leute, wir sind zurück. The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom. Im letzten Part sind wir hier stehen geblieben. In Goronia. Wir haben den Feuertempel in einem eine Stunde langen Part erledigt. Lasst ein Abo und ein Like für den letzten Part da. Das war echt cool. Wir haben aber schon den nächsten Dungeon in petto. Und da werden wir jetzt auch hingehen. Ich habe ja gesagt, wir ziehen die vier Phänomena auf einmal durch. Das werden wir tun. Ich werde da mein Versprechen halten. Was ist das? Untersuche die vier Regionen. Genau, hier wollen wir jetzt als nächstes hin. Wir wissen ja schon, wo wir hin müssen. Dann los. Wir könnten zwar die Quest auch mit den Zoras jetzt direkt anfangen, weil ich weiß ja, wo der ist, mit dem wir die Quest starten. Aber das machen wir noch nicht. Weil wir eher die Quest halt so starten wollen, wie das auch vorgegeben ist, damit ihr auch alles mitbekommt. Ich könnte den ganzen Scheiß halt überspringen und auch einfach zu Sidon gehen. Dann wird der Scheiß sofort losgehen, aber das machen wir nicht. So, jetzt müssen wir einmal hoch. Da. Let's go. Perfekt, hoch geht's. Es tut mir so leid. Alle Opfer sind nun behandelt, doch dabei haben wir all unsere Wasserfrüchte aufgebraucht. Vielen ging es schlimmer, als wir erwartet hatten. Ich bin wirklich untröstlich. Entschuldigt euch nicht, ihr habt das Richtige getan. Das Wohlbefinden der Dorfbewohner ist das Allerwichtigste. Wenn wir nur noch die Statue irgendwie säubern könnten. Oh. Nanu, bist du zu Besuch im Dorf? Verzeih, dass wir dich nicht gegrüßt haben. Wir waren ganz ins Gespräch vertieft. Das Dorf der Zoras leidet derzeit nämlich unvorstellbar aufgrund des Schlamms, der sich vom Himmel auf uns ergießt. Fürs Erste konnten wir die Lage in den Griff bekommen, doch das Dorf ist nach wie vor furchtbar verschmutzt. So wie diese wundervolle Statue. Ach, und dabei ist sie den Dorfbewohnern doch so lieb und teuer. Wir suchen gerade flossenringend nach einer Möglichkeit, den Schlamm vorzuspülen. Leider können wir dir derzeit nicht die gebührende Gastlichkeit entgegenbringen, doch sei herzlich bei uns willkommen. Das gehört zur Hauptmission, ne? Fertig. Wasserfrüchte wollten die hier. Wir haben 86. Der Schlamm. Du warst es, der die Statue vom Schlamm befreit hat, nicht wahr? Diese Statue ist für das Dorf der Zoras das Symbol einer neuen Hoffnung. Danke, dass du bei seiner Säuberung so fleißig mitgeholfen hast. Diese Statue, musst du wissen, sie stellt zwei heldenhafte Seelen dar, die das Dorf einst aus höchster Not retteten. Ganz recht. Sidon, Prinz der Zoras und Ritter Link, den unbeugsamen hylianischen Schwertkämpfer. Er steht gerade vor dir. Was für ein großartiger Kämpfer. Ich würde ihn nur zu gern eines Tages einmal treffen. Aber ich muss schon sagen, du hast geradezu denselben Körperbau wie die Statue und die Augen ähneln sich auch. Und Hylianer bist du ebenfalls. Ein Schwertkämpfer. Nein, unmöglich. Völlig ausgeschlossen. Bist du etwa... Du bist tatsächlich der Link? Vergiss nicht deine Manieren, Hifumi. Huch, Verzeihung. Wollte nicht so über dich herfallen. Ja, bitte verzeih uns. Was für eine Überraschung, dass du Link bist, der vielbesungene Schwertkämpfer. Ich habe seit meiner Ankunft hier im Dorf fast jeden Tag Geschichten über dich gehört. Ich bin Prinz Sidons Verlobte, anscheinend seid ihr ja gute Freunde. Ich heiße Jona, freut mich sehr. Es ist eine Ehre, dich kennenzulernen, lieber Link. Alle sagten, du seist zusammen mit Prinzessin Zelda verschollen. Darf ich fragen, was dich hierher verschlägt? So etwas Furchtbares und das gleich unter Schloss Hyrule und nun reist du umher, um die Sache zu ergründen? Ihr seid also hier ins Dorf gekommen, weil ihr vermutet, Prinzessin Zelda könnte sich hier befinden? Schau dich bitte überall um, egal wo, das ganze Dorf steht hier offen. Oh, da kommt mir eine Idee. Du solltest mit Prinz Sidon sprechen. Er wird völlig außer Rand und Band geraten, wenn er dich wieder sieht, da bin ich mir ganz sicher. Prinz Sidon hält sich im Moment am Mifa-Stätte auf der Spitze des Donnerhorns auf. Werte Jona, es ist Zeit, wir müssen uns leider aufmachen. Oh, es tut mir leid, aber ich muss leider fort.
Ach so, aber falls es dir nichts ausmacht, hätte ich noch eine weitere Bitte an dich. Könntest du nach deinem Treffen mit Prinz Sidon zu mir ins Krankenbad auf der Ebene über uns kommen? Möglicherweise kann ich noch etwas für dich tun, Link. Okay, chillig. Nice. Prinz Sidon aus dem Dorf, Sidon aus dem Dorf der Sora. Hier war mal ein Schrein. Wie gesagt, ich frage mich halt einfach, da hätte Nintendo, glaube ich, ein bisschen besser überlegen müssen, wo die Schreine halt einfach hin sind. Die sind halt einfach futsch, ne? Das Wasser ist halt dreckiger denn je, Alter. Die Soras tun mir ein bisschen leid. Schlamm, die Damen, ja, gut gemacht. Hast du irgendwas Gutes? Ja, diese Tomaten nehme ich dir gerne ab. Den Weizen, den nehmen wir zum Kochen auch mal mit. Und die Pfeile auf jeden Fall. Und sonst hast du hier erstmal gar nichts mehr. Das ist der Schmied. Oh, das wird noch geil nach jeder dieser Missionen. Deswegen habe ich auch den einen Schild noch. Können wir Waffen herstellen? Das sind halt Missionen, die müssen wir halt leider auch machen. Da habe ich richtig Lust drauf auf den Scheiß. So, dann machen wir uns mal auf zum Donnerhorn. Wie gesagt, wir werden das legit angehen. Das heißt, wir müssen da leider hochlaufen. Wir haben ja nämlich leider keine Sora-Rüstung. Das heißt, es muss einen Weg hoch zum Donnerhorn geben. Oh, ja, ich weiß auch. Ich weiß, meine ich auch welchen. Welchen Weg wir gehen müssen. Ach ja, Leute. Ich hatte meinen Rechner neu aufgesetzt. Ich darf zum späteren Zeitpunkt alle Quests nochmal auf der interaktiven Map abwählen, die wir schon gemacht haben. Das wird richtig geil, Alter. Da habe ich so viel Lust drauf. So unglaublich. Das könnt ihr mir echt glauben. Aber ich mache das nur jetzt halt noch nicht, weil wir jetzt erstmal keine Quests machen, bis wir alle 4 Dungeons geschafft haben. Mit der Macht des Schwurs kannst du jetzt Yonobos Geist zu Hilfe rufen. Ja, wie gesagt, die Geister sind leider nicht so geil wie die Fähigkeiten in Breath of the Wild. Die sind sehr clunky und ganz weird und mitten in Kämpfen, wenn du dann auf einmal die A-Taste drückst, dann gehen die auf einmal los und so ein Scheiß. Deaktiviert die am besten. Die zu benutzen lohnt sich halt einfach nicht. Das ist halt einfach Käse. Bis auf ein, da kommen wir später aber zu. So, das ist der Damm. Es muss auch irgendeinen Weg hier hochgeben, Alter. Ich weiß nur nicht mehr welchen. Hochklettern ist nicht, ne? Oh Mann, Alter. Ah, ja doch. Oh Gott, nein, du sollst nicht durch den Schlamm, Link. Durch den Schlamm watschen ist eklig. Hier müssen wir lang. Das wird leider ein bisschen dauern, bis wir am Wassertempel sind. Obwohl wir uns da einfach hochteleportieren können und den alleine machen. Das könnten wir halt alles machen, aber nö, lass mal stecken. Ihr wollt ja die ganze Story mitbekommen, also gehen wir das auch so an. Na super, Alter. Lass mich mal durch. Danke. So, und um weiter hoch zum Donner. Jetzt müssen wir halt leider tatsächlich hochgehen. Da, das kommt alles vom Wassertempel, ne? Ja. Mhm. Eine riesige Katastrophe. So, jetzt müssen wir aber erstmal den Weg trotzdem zum Donnerhorn hochfinden. Los, Link, beweg dich durch den Schlamm, Bruder. So, weiter hoch, hoch, hoch. Ich weiß halt nicht, ob wir absaufen, wenn wir jetzt da rüberfliegen, ne?
Gut, wir müssen es einfach versuchen. Hoffen wir saufen bei diesem ganzen Schlamm nicht ab. Glücklicherweise nicht. Wir können in diesem schlammigen Wasser schwimmen. Da müssen wir hin. Oh, stimmt. Das müssen wir auch noch machen. Wir müssen die Sora-Rüstung, wenn wir sie haben, mal komplett upgraden. Nee, brauchen wir gar nicht, weil die Sora-Rüstung brauchen wir im Wassertempel gar nicht benutzen. Die ist halt übelst useless, außer wenn ihr Wasserfälle hochschwimmen wollt. Stimmt, deswegen habe ich dafür auch nichts gesammelt. Oder nichts geholt. Weil wir sie im Grundsatz nicht brauchen. Bitte töte mich nicht. Das war so klar, Alter. Sehr gut, da gibt es wieder Wasserfrüchte, die nehmen wir auch mit. Gut, jetzt kommen wir hoch. Wir sind fast oben. Es ist halt echt ein ziemlicher Weg hier hoch, ne? Oh shit, ja gut. Gut, dann klettern wir halt. Das Klettern ist mir gerade angenehmer, als gegen diesen Fettsack zu kämpfen. Außerdem haben wir ja das Ding hier. Damit sollten wir easy, sehr easy gut hochkommen. Wie krass das einfach ist, ne? Wie oft wir einfach springen können, wenn man diese Ausrüstung hier aufgelevelt hat. Das ist richtig übel. Man kommt selbst die höchsten Berge hoch. Da oben müssen wir hin. Sehr schön. Wir haben es fast geschafft, dass wir in diesem Part so viel Zeit verschwenden, zu Sidon zu kommen. Ich hätte mich halt einfach teleportieren können, aber die meisten Leute folgen halt einfach der Story und da müssen sie sowieso da hochlatschen. Deswegen machen wir das auch. Die Soras sind wohl auch fleißig dabei, hier... Oh, oh. Oh, bitte nicht, scheiß Blutmond. Na, da habe ich richtig wenig Lust drauf, Alter. Also, die sind auch dabei, Hyrule wieder aufzubauen mit. Ganz toll. So, Ausdauerling. Den nehmen wir mit. Obwohl wir Ausdauertränke halt nicht mehr brauchen. Beziehungsweise, ich benutze Medizin so gut wie nie in diesem Spiel. Habe ich noch nicht mal in Breath of the Wild gemacht, weil ich das einfach als richtig useless empfinde. Dieses ganze Kochding finde ich einfach so unpraktikabel im Gegensatz zu einfach Herzen aus dem Gras zu ziehen. So, wir sind da. Mifas Stätte. Los geht's. Ist das wirklich du? Ich freue mich so sehr, Link! Ach, Link, wie lange ist es schon her? Es hieß, du seist spurlos verschwunden. Ich habe mir richtig Sorgen gemacht. Sag schon, was ist passiert? Oh. So ist das also. Unter Schloss Hyrule hat sich etwas Unglaubliches zugetragen. Und später bist du auf einer Insel erwacht, die wie durch Zauberkraft am Himmel schwebte. Der Himmel.
ob dort die Wurzel allen Übels zu finden ist oder vielleicht die Lösung für all unsere Probleme? Ich hatte mich ohnehin gefragt, inwiefern die schwebenden Inseln mit dem herabfallenden Schlamm zusammenhängen. Daher trug ich einem Sora-Gelehrten auf, unsere alten Schriften und Dokumente durchzugehen. Er soll alles herausschöpfen, was mit dem Himmel und den seltsamen Ruinen in Verbindung stehen könnte. Ich selbst kann leider nicht hier vor, da ich den Schlamm bekämpfen muss, der diesen Ort besudelt. Du musst wissen, hier entspringt das Wasser, das unser Dorf am Leben erhält. Ich setze meine Kraft ein, die Macht über das Wasser, um den Schlamm vom Wasser zu trennen und es zu läutern. Sollte ich auch nur einen Augenblick lang von hier weichen, würde unser Dorf von den Schlammmassen erstickt werden. Daher bin ich derzeit gefangen, Gefangener dieses Orts. Mir sind die Flossen gebunden. Doch eine Sache noch, Link. Man nimmt an, dass Prinzessin Zeldas Verbleib mit den Ruinen und der Insel am Himmel in Verbindung stehen könnte. Am besten sprichst du selbst mit unserem Gelehrten. Es handelt sich um den alten Giotto. Er sollte am Totosee seinen Studien nachgehen, nordwestlich von hier. Sicher findest du ihn dort. Ich bin wirklich froh, dich nach so langer Zeit wiederzusehen, Link. Besuche mich gern jederzeit wieder. Sidon tut mir halt ein bisschen leid, ne? Das ist halt echt übel. Och nö, ich hab's gecallt, Alter, scheiß Blutmo. Oh, Brudi. Stirb einfach. Moment. Tagebuch. Totosee, ne? Was? Östlicher Stausee. Jetzt müssen wir gerade mal gucken, wo der Totosee denn ist. Hier ist Ralis Teich. Ja, das ist jetzt die gute Frage. Hier haben wir den Mikau-See, den Lulu-See, Kap der Prüfungen. Ach, hier. Hier müssen wir hin. Dann auf. Sidon, der Schlamm hängt mit den Imsa-Höhen zusammen. Du siehst doch, dass der Schlamm von da oben kommt, Brudi. Das habe ich mich eben gerade schon gefragt. Was labert der da? Gut, beim nächsten Mal, wenn wir zu Sidon kommen, können wir uns teleportieren, weil die meisten Leute werden den Teleporter jetzt auch schon aktiviert haben. Das kommt alles vom Dungeon da oben, ne? Mhm. So, das ist leider eine Quest, die dauert tatsächlich einen Ticken länger als die Yonobo von den Goron. Bis auf der Dungeon ist scheiße, aber die Quest zum Dungeon dauert halt einen Ticken länger. Und nehmt so viele Wasserfrüchte mit, wie ihr kriegen könnt. Ich schwöre es euch, ihr werdet mir danken, wenn ihr da, wenn ihr wisst später warum. So, wir sind am Totosee. Let's go. Und gleich gestartet der Blutmond. Habe ich richtig Lust drauf, den wieder zu überspringen. Aber es muss leider sein. Und tschüss. Aber der Blutmond ist ja, wie gesagt, dafür da, um den Ramm zu lernen, also im Spiel selbst. Deswegen. Diese eleganten Schwünge, eine Inschrift, die wie stürmische Wogen anmutet. Diese antike Steintafel haben unsere Ahnen vor langer Zeit angefertigt und uns hinterlassen. Stelle dich auf das Land des Himmelsfisches. Tropfen, Wasserbrücke. Puh. So ein Pech. Der Text ist nur in Fragmenten lesbar. Hm. Oh, Link. Verzeih meine Unhöflichkeit, aber ich muss dir unbedingt von meiner großartigen Entdeckung berichten. Dabei handelt es sich ohne Zweifel um eine uralte Steintafel der Soras, auf der auch der Himmel erwähnt wird. Allerdings ist die Steintafel stark beschädigt, sodass sie für mich nur sehr wenig Sinn ergibt. Wenn ich doch nur noch ein klein wenig mehr erkennen könnte, was soll ich jetzt nur tun? Tja, für uns heißt es Teile suchen, ne? Wahrscheinlich.
So, noch mehr Wasserfrüchte können wir immer gerne mitnehmen. Oh je, ich verstehe diesen Gelehrten nicht so richtig. Kann er beim Forschen nicht etwas vorsichtiger sein? Huch! Hat mich jemand, bei meinem kleinen Selbstgespräch belauscht? Also, bitte nicht falsch verstehen. Giotto sagt, es wäre für die Untersuchung und fasst dabei alle möglichen gefährlichen Sachen an. Als seine Wache macht mich das ziemlich nervös, darum habe ich mich ein wenig beklagt. Ruin? Also, siehst du das Loch da? Durch den Kataklysmus wurden die Klippen zerstört und die alten Ruinen kamen zum Vorschein. Und dann leitete Prinz Silon eine Untersuchung ein. Das ist das Fachgebiet des gelehrten Giotto. Daher ist er wirklich begeistert und sieht sich jeden Winkel der Ruinen an. Ja, helfen tut uns das nun leider überhaupt nicht, ne? Das ist halt nutzlos. Aber ich glaube, ich habe das Teil schon gefunden. Es ist hier. So, jetzt müsstest du sie lesen können. Die Steintafel! Link, ich bin dir zu Dank verpflichtet. Oh, jetzt kann man... Ja, jetzt ist die Inschrift lesbar. Stelle dich auf das Land des Himmelsfisches und erblicke inmitten schwebender Felsen einen Tropfen. Durchschüsse ihn mit dem Symbol des Königs. Dies enthüllt das Versteck der Wasserbrücke, die uns Soras mit dem Himmelsvolk verbindet. Das ist ja umwerfend. Ein Weg in den Himmel, eine Möglichkeit, erhabenste Sphären zu erklimmen. Doch nicht so vorschnell. Schließlich gibt der Text uns zuvor noch allerlei Rätsel auf. Was genau mag mit all den Begriffen gemeint sein? Wie sollen die Schritte durchgeführt werden? Fest steht, dass hier die Rede vom Symbol des Königs ist, obwohl seine Hoheit König Dorifan mehr dazu weiß. So langsam müsste er von seiner Suche nach dem Ursprung des Schlamms doch wieder ins Dorf zurückkehren. Hinweise über den Himmel. Okay, nice. Na, jetzt ist die Frage, wo ist König Dorifan? Also bis auf, dass ich weiß, wo er ist. Stelle dich auf das Land des Himmelsfisches und erblicke inmitten schwebender Felsen einen Tropfen. Durchschieße ihn mit dem Symbol des Königs. Dies enthüllt das Versteck der Wasserbrücke, die uns Soras mit dem Himmelsvolk verbindet. Der Text beschreibt also eine Art Verbindung zwischen dem Reich der Soras und den Sphären des Himmels. Doch was sollen wir mit all den kryptischen Begriffen anfangen? Ach, ich weiß nicht weiter. Wobei hier definitiv die Rede von einem Symbol des Königs ist, obwohl seine Hoheit König Dorifan mehr dazu weiß. So langsam müsste er von seiner Suche nach dem Ursprung des Schlamms doch wieder ins Dorf zurückkehren. Gut, dann auf zu den Soras. Wir müssten ja irgendeinen Hinweis hier bekommen. Ah, ich meine mich gerade zu erinnern, wie man das machen muss. Oh, das ist super ätzend, Alter. Das ist super ätzend. Ich glaube, die Kinder wissen, wo König Dorifan ist. Und ihr müsst das aus denen rausquetschen. Lasst euch überraschen, wie wir das jetzt machen. Und dann geht halt eigentlich erst der richtige Weg zum Dungeon los. Das ist alles jetzt nur Prolog. Prolog kann man so sagen. So, dann los geht's. So, wir müssen dafür zum... Ah, ich soll ja auch noch ins Krankenzimmer gehen, ne? Genau. Da müssen wir jetzt gerade mal gucken, wo das ist. Nee, hier nicht. Die Zoras sind halt hart am Putzen. Putzen, 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 putzen. Genau hier. Puh, dieser Schlamm sitzt so fest. Wenn es dem Patienten doch nur bald wieder besser gehen würde. Ah. Werte Jona, Link möchte mit euch sprechen. Ah. Oh, Link, da bist du ja. Ich hatte ja angedeutet, dass ich vielleicht noch etwas für dich tun kann. Es geht um deine Sora-Rüstung, die du hier im Dorf zur Reparatur abgegeben hattest. Sie ist fast wieder wie neu, nur noch eine Kleinigkeit fehlt im Moment, noch, um die Reparatur abzuschließen. Ich brauche die Schuppen eines Fisches namens uralter Arowana. Leider ist er in letzter Zeit sehr rar geworden. Ich habe keine Ahnung, wo man noch ein Exemplar finden könnte.
Die Schuppen sind ein gängiges Material für Rüstungen, also kann dir der Schmied Dentro vielleicht weiterhelfen. Du hast uns die Rüstung anvertraut und nun benötigen wir zur Reparatur doch deine Hilfe. Das ist mir schon peinlich. Aber wenn du mir einen uralten Arowana besorgst, ist deine Rüstung im Nu fertig, versprochen. Mit der Zora-Rüstung könntest du selbst als Hylianer Wasserfälle hinaufschwimmen. Diese Fähigkeit wäre dir auf deiner Reise sicher von riesigem Nutzen, stimmt's? Selbstverständlich. Aber das ist das etwa ein echter uralter Arowana? Sag bloß, du hast bereits einen fangen können. Hier, bitteschön. Ein uralter Arowana, ich bin ja so froh. Mit diesem Fisch kann ich deine Zora-Rüstung endlich vollenden. Warte bitte kurz, ich muss zu meinem Werkzeug, wird überhaupt nicht lange dauern. Bitte sehr, wassertauglich und wie neu. Einwandfrei repariert. Mifas Zora-Rüstung, nice. Von der verschiedenen Zora-Prinzessin gefertigt, ermöglicht es auch Hylianer im Wasserfälle hochzuschwimmen. Bitteschön, nimm und unser aller Segen für deine künftigen Taten begleite dich. Ich bin wirklich glücklich, dass mir die Reparatur gut gelungen ist. Die Rüstung ist wahrhaftig ein Schatz sondergleichen. Die Zora-Rüstung gestattet es Hylianern wie dir, Wasserfälle zu erklimmen. Natürlich weißt du das bereits selbst. Mögen dir ihre Kräfte auf deiner Suche nach ihrer Hoheit, Prinzessin Zelda, von Nutzen sein. Einen Schlammwasserfall kann man leider nicht hinaufschwimmen. Diesen Wasserfall solltest du mit deinen Fähigkeiten aber hochschwimmen können, Link, auch wenn er etwas trüb ist. Ich hoffe, dass dir die Rüstung bei der Suche nach Prinzessin Zelda helfen kann. Das kann sie, danke, wir brauchen die sowieso, also von daher passt schon. So, jetzt müssen wir hier hoch. Damit haben wir die Zora-Rüstung schon mal. Zwar noch nicht komplett, weil uns fehlt noch ein Teil, aber das finden wir noch. Aber, na gut. Hier, die Kinder wissen, wo König Dorefan ist. Königsschlag, wah, Dorefan-Kick, wow, der König ist knallhart, wow. Oh nein, ich habe verloren. Plitsch, platsch, schlimm, schlamm, schlimmer, schlamm. Oh, schreckliches Monster, diesmal bist du mir über. Ich muss mich zurückziehen, auf ins Geheimhaus, dort bin ich sicher und... Hm? Oh, hey, willst du was? Wir haben schon genug Leute zum Ich bin König Dorefan spielen, keiner kann mehr mitmachen. Und du machst unser Spiel voll kaputt, geh sofort weg, sonst verbannt dich der König, jawohl. Gut, dann müssen wir halt weggehen. Herr Link, du sollst da hochklettern, Bruder. Ich habe die Heldentat vollbracht. Hurra! Aber der klebrige Schlamm hat mich erwischt. Was tue ich nur? Zönig Dorefan, zettet euer Leben, zwimmt in eurer Zersteck. Hey, so redet Musu doch gar nicht. Mach's gefälligst richtig. Wieso muss ich überhaupt Musu und das böse Ungeheuer zugleich spielen? Das ist doof. Hey, sagt mal, wie hieß das nochmal, wo König Dorefan sich versteckt? Ha, also ich weiß das noch. Seine Hoheit hat's mir auch persönlich gesagt, weil ich so wichtig bin. Und das hieß, irgendwas mit Krawall. Kristallwasserpalast? Kristallwasser, ui, das klingt schön. Ob das vielleicht irgendwo ist, wo besonders klares Wasser fließt? Dabei ist das ganze Wasser im Umfeld des Dorfes ja zum größten Teil mit Schlamm verdreckt. Oh ja, irgendwo zwischen dem Donnerhorn und dem Dorf soll es noch eine Stelle mit klarem Wasser geben. Und es soll da auch einen geheimen Eingang geben, der hinter einem Wasserfall verborgen ist. Super geheim und super aufregend. Also ein Geheimgang hinter einem Wasserfall? Hui, das ist aber wirklich aufregend. Und ob, aber wenn man weiß, wo man anfangen muss, ist es gar nicht... Hey, darüber dürfen wir doch nicht sprechen. Musu hat uns doch 100-mal gesagt, kein Wort über das Versteck, kein Wort zu keinem. Sei doch kein Frohorsch, hört doch eh keiner zu hier, höchstens Fischlein im Wasser. Gut, dann wieder von vorn, ich bin wieder der König und diesmal und ihr zwei seid diesmal schon wieder, ich will was anderes spielen. Gut, ich weiß, wo wir hin müssen, also so findet ihr auf jeden Fall heraus, wo König Dorefan ist. Wir waren da ja schon drin, ne? Das müsste... hier sein. Genau, hier müssen wir hin. Kristallwasserpalast. Das werden wir in diesem Part noch machen. Mit dem Kristallwasserpalast.
So, einmal zur Zora-Rüstung wechseln. Zur Zora-Rüstung wechseln. Let's go. Und dann gleich beim nächsten hoch. Hoch mit uns! Sehr schön, wir sind oben. So, dann wechseln wir wieder zu unserer starken Rüstung. Nee, das ist nur die Höhle am Donnerhorn. Die führt uns nicht zum Kristallsee. Wir müssen noch einen höher. Dann war der Wechsel vollkommen nutzlos. Geil, Alter. Ich bin ein fucking Mongo. Egal, los, hoch hier. Der Eingang hinterm Wasserfall müsste hier sein, ne? Gut, dann einmal, jetzt eben mal kurz irgendeine andere Rüstung anziehen. Ist egal welche, wir müssen nur hinter dem Wasserfall einmal. Nee, hier noch nicht. Okay, dann hoch. Dann hatte sich das erledigt. Los geht's, hoch hier. Ach nee, hier ist das Ding, genau. Da müssen wir rein. Kristallwasserpalast. Nice. Ah, wer da? Na, sowas. Ist das etwa Link? Du hier? Wie hast du diesen Ort gefunden? Hm, welche Boshaftigkeiten führst du wieder im Schilde? Halt ein, guter Muso. Halt ein. Dein Argwohn ist unbegründet. Ohne ein Wort der Erläuterung wird Link sicherlich nicht verstehen, was sich hier zuträgt. Wir grüßen dich, Link. Lang ist es her, dass wir miteinander sprechen konnten. Wir hörten, dass du wie Prinzessin Zelda ohne eine Spur verschwunden bist. Sag, was führt dich zu uns? So, daher fließt der Strom. Dir und Prinzessin Zelda ist wahrhaft Erstaunliches widerfahren. Prinzessin Zelda soll einfach fort sein? Verschwunden sein wie Schaum in der Brandung? Euer Hoheit, es ist lachhaft. Ich selbst sah die Prinzessin mit eigenen Augen, gesund und wohlauf. Es war gleich nach Schloss Hyrules bizarrer Wandlung. Gemach, Musu. Das Leben ist oft ein trübes Wasser, das die Sinne täuschen kann. Links Augen sind frei von Arglist. Wir sehen ihn nach wie vor als geschätzten Gefährten der Zoras. Es muss eine andere Erklärung für diese Seltsamkeiten geben. Link, lass uns dir erst erzählen, was geschah, als wir Prinzessin Zelda sahen. Und von den Gründen für unser Exil hier im Kristallwasserpalast. Wir trafen Prinzessin Zelda, just nachdem sich Schloss Hyrule in den Himmel erhoben hatte. Schwebende Inseln waren erschienen und schrecklicher Schlamm und Ruinen begannen vom Himmel zu fallen. Musu und wir hatten das Dorf verlassen, um die bizarren Ereignisse zu ergründen. Da geschah es. Wir sahen Prinzessin Zelda, wie sie in Begleitung eines Ungetüms aus Schlamm vom Himmel herabstieg. Was dann passierte, war sogar noch viel schrecklicher. Sie befahl der Kreatur, uns anzugreifen. Seine Hoheit focht mit sagenhafter Kraft und konnte das Untier zurückdrängen. Doch der Schlamm tat sein Übriges. Der König ist nun aufs Grausamste mitgenommen und Prinzessin Zelda ist ohne die geringste Spur verschwunden. Sollte je bekannt werden, dass Zelda dem König solches Unheil angetan hat, Hyrule könnte aus den Fugen geraten. Und genau daher beschloss seine Hoheit, sich hier im Kristallwasserpalast vor der Welt zu verbergen. Du sagst, dass Prinzessin Zelda an den Kavernen unter Schloss Hyrule urplötzlich verschwand? Und doch zeigt sie sich im Dorf der Zoras und tut uns Grausames an. Ein Mysterium so tief wie das Meer. Doch für uns Zoras steht eine Sache fest. Des Rätsels Lösung muss irgendwo am Himmel zu finden sein. Die schreckliche Katastrophe, der Schlamm, das Ungeheuer. Ja, sogar das Mysterium um Zelda. Wir sind uns ganz sicher, die Antwort auf all jene unerklärlichen Dinge harren in den höchsten Höhen. Sidon sandte Giotto, einen der Erforschung von Ruinen überaus kundigen Gelehrten, um der Sache auf den Grund zu gehen. Wir wüssten nur zu gern, ob er wohl mittlerweile Neues in Erfahrung bringen konnte.
Oh, du konntest dich also bereits mit Giotto unterhalten. Die Steintafel sprach also von einem Symbol des Königs, wie? Hm, ja, der Begriff ist uns bekannt. Symbol des Königs ist eine andere Bezeichnung für die Königsschuppen, der Regenten des Sora-Volkes. Sie wurden in alten Riten so bezeichnet. Wie genau sie allerdings verwendet wurden, ist uns nicht bekannt. Sollten dir unsere Schuppen jedoch von Nutzen sein, so zögere nicht und nimm dir so viele du brauchst. Nur keine Scheu, solltest du weitere benötigen, komm zurück und hol dir neue. Es sind mehr da, als wir je benötigen könnten. Wow. Oh nice, Königsschuppe. Eine besondere Schuppe, die seit jeher die Stirn aller Könige der Sora schmücken. Sie leuchtet je nach Blickwinkel anders und wurde einst bei Sora-Zeremonien verwendet. Jedoch stimmt uns eins etwas traurig. Etwas, das uns sehr klar geworden ist. Einem solchen Monstrum zu unterliegen, ist mehr als Beweis genug dafür, dass unsere besten Zeiten hinter uns liegen. Wer weiß, vielleicht ist der Moment gekommen, unsere Pflichten Sidon zu übertragen. Aber Hoheit... Doch diese Frage werden wir uns erst stellen können, wenn der Schlamm aus der Welt geschafft wurde. Bitte unterrichte Sidon über unseren Verbleib und darüber, was wir über die Königsschuppe verraten haben. Sag ihm, er soll sich nicht um uns sorgen. Er muss das tun, was sein Herz ihm sagt. Kann ich ihn irgendwie heilen? Nee, leider nicht. Schade. Gut, Leute. Hier werden wir den Part beenden. Der ging ein bisschen zu lange. Der nächste Part wird dann ein bisschen kürzer, aber ich wollte das hier noch unbedingt abhaken, nur damit ihr da Bescheid wisst. Ja, wir haben die Königsschuppen. Im nächsten Part werden wir uns wohl richtig auf zum Wassertempel machen. Schauen wir mal. Ich bedanke mich an der Stelle aber bei euch fürs Zuschauen. Like dieses Video, abonniert den Kanal für mehr The Legend of Zelda Content oder wenn ihr mehr von mir sehen wollt. Genießt noch euren Tag und ich hoffe, ich sehe euch im nächsten Part wieder. Bis dann!